Die Amerikaner glaubten sich ökonomisch auf einem anderen Planeten, sinnbildlich durch den Spruch von Donald Trump immer wieder geäußert, we have the greatest economy ever. Aber jetzt erwischt es auch Trumpland. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Heutige Daten zeigen, dass nachdem Europa und China ja in der Industrie, im industriellen Sektor schon bereits in der Rezession ist, jetzt auch die USA offenkundig an der Reihe sind. Das wollen wir uns mal anschauen. Heute wurde nämlich der ISM-Index veröffentlicht mit 49,1 Schrumpfung. Wir sehen hier diesen konstanten Abschwung. Die Subindizes wie etwa Beschäftigung, neue Aufträge noch schlechter im 47er-Bereich, also deutlicher schrumpfend. Und hier sagen zum Beispiel viele Befragte aus dem Einkaufsmanagerbereich bei den verschiedenen industriellen Unternehmen sagen, wir sehen Anzeichen für einen breiten Abschwung. Und Zero Hedge kommentiert hier mit etwas Sarkasmus, naja, da helfen nicht mal Fake Phone Calls, um eine Rezession zu vermeiden. Eine Anspielung auf das G7-Treffen, als Trump ja behauptete, die Chinesen hätten ihn angerufen, weil sie unbedingt einen Deal haben wollten. Diese schwachen Zahlen kommen nicht aus dem Nichts. Es gibt einige und gab einige Warnzeichen, die darauf hindeuteten, dass da etwas schwierig wird. Wir haben hier zum Beispiel die Frühindikatoren Europa. Da dreht das Ganze in Sachen Frühindikatoren schon Anfang 2018 nach unten. Die Amerikaner gehen da noch weiter rauf. Natürlich auch gepusht durch die Erwartung der Steuerreform und dann das Eintreten der Steuerreform. Aber hier sehen wir, da geht es auch nach unten. Es gibt so einzelne Puzzleteile, Schnipsel, wie zum Beispiel die Aufträge für schwergewichtige Lastwagen, also für richtige Brummer. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel im Juli die Auftragsrückgänge, die Bestellungen solcher Trucks um 80% zum Vorjahresmonat gefallen sind. Im Juni waren es auch noch 69%. Das sind so kleine Mosaiksteinchen, die zeigen, was da eigentlich der Fall ist. Wir haben zum Beispiel auch das Small Business Confidence, also das Vertrauen, der Optimismus von kleinen Unternehmen, vielleicht bis zu 30 Angestellte, die ja quantitativ in der Mehrheit sind, auch wenn mehr Amerikaner wahrscheinlich in großen Konzernen arbeiten. Aber hier sehen wir, dass wir so schwach sind, so negativ sind, so pessimistisch sind wie seit 2012 nicht mehr. Und das zeigt sich dann eben in solchen Zahlen. 40% sagen, dass die Situation schlechter ist als vor einem Jahr, nur 29% sagen, es wäre besser. Also da sehen wir doch einen deutlichen Umschwung. Wir sehen hier zum Beispiel auch, das wollte ich nicht zeigen, das haben wir vorhin schon gesehen. Wir sehen also, dass hier die Dinge sich durchaus angekündigt haben. Donald Trump hat darauf nicht wirklich reagiert, sondern wieder seine Handelskriegskarte heute mal ins Feld geführt. Damit dann gleich die Fed attackiert, Deutschland attackiert und gleich mal einen ganzen Aufwasch. Per Twitter hat er hier gesagt, ja, die Verhandlungen mit China, die laufen super, aber die Chinesen, die spekulieren ja drauf offenkundig, dass ich die Wahl verliere. Dann in 2020 werde ich aber nicht tun und dann werden die Bedingungen noch härter für den Deal gegen China. Und da wird dann auch nochmal gleich gegen Deutschland geschossen, gegen die EU geschossen. Die haben uns ja unfair behandelt. Ich hatte heute in einem Artikel geschrieben, das ist in etwa so, wie wenn ein Alkoholiker den Wirt anpumpt und sagt, naja, du hast mir das Trinken ja immer kostenlos gegeben, ich konnte bei dir anschreiben, das ist ja unfair. Die Chinesen haben produziert, die Amerikaner haben konsumiert, die Chinesen haben den Kredit zur Verfügung gestellt, die Amerikaner haben den Kredit genommen. Natürlich sind die Industriejobs dabei entschwunden, das ist in China auch so, da entschwinden sie auch, weil andere wie Vietnam günstiger sind, that's it. Das ist das Leben eben. Und dann noch eine Aktion natürlich von Donald Trump gegen die Federal Reserve. Ja, die Deutschen, die können Kredite sogar aufnehmen mit Negativzinsen, bekommen also Geld, während die Fed das immer noch nicht kapiert hat, etc. etc. Eine interessante Grafik zeigt, dass wenn Donald Trump weniger twittert, es besser für die Märkte ist. Wir haben hier nämlich die Average Daily Returns beim S&P 500, also die durchschnittliche Performance des S&P 500, wenn der Donald mehr als 35 Tweets macht, das ist über 90% oder ist im obersten 10% dessen, was er normalerweise macht, oder wenn er weniger als 5 macht, das geschieht jedoch relativ selten, naja, auch eben zu 10%, jedenfalls sehen wir, wenn er mehr als 35 Tweets macht, dann fällt der S&P, und wenn mehr als 35 Tweets macht und wenn er weniger macht, dann steigt er durchschnittlich. Also das zeigt, dass er vielleicht ein bisschen mal zurückhaltender sein sollte, wenn er wirklich daran interessiert ist, dass die Wall Street nach oben weitergeht, wenn er interessiert ist, dass die Wall Street nicht absäuft und er damit seine Wiederwahl nicht gefährdet. Die Chinesen heute mit sehr harschen Tönen gegenüber den USA.
wegen den Uiguren, da hatte Pompeo ein bisschen scharf kritisiert die Chinesen, da hat man heute deutlich zurückgeschossen, hat gesagt, innere Einmischung. Dann Huawei hat gesagt, wir werden von Cyberattacken, sind wir betroffen durch die Amerikaner. Die Amerikaner würden Visa verweigern und vor allem Huawei-Mitarbeiter festnehmen lassen. Also da ist wirklich, da brennt die Hütte ein bisschen, hat man das Gefühl. Peking hat heute, wie gesagt, den Ton deutlich verschärft. Donald Trump reagiert darauf, wann die chinesische Delegation im September kommt, ob sie überhaupt kommt unter diesen Umständen, ist doch eher zweifelhaft, wenn man sich die Tonlage mal vergegenwärtigt. Wir haben dann noch in Sachen Europa interessante Entwicklungen. Wir haben hier den Balance Sheet, also die Bilanzsumme der EZB. Hier sehen wir die Inflationserwartungen. Die Bilanzsumme der EZB massiv gewachsen in den letzten Jahren. Die Inflationserwartungen eher geschrumpft, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nach neuestem Stand von Insidern, die hier ein bisschen gezwitschert haben, ist es so, dass die EZB wohl kein QE betreiben wird, sondern nur den Einlagezins senken wird. Gleichzeitig aber irgendwie die Banken entschädigen wird durch, keine Ahnung, irgendeinen Puffer, irgendeine Liquiditätsspende, die man den Banken zukommen lassen will. Aber wir werden sehen, in der nächsten Woche wird die Entscheidung fallen. Draghi ja heute bei Merkel, der hat sich wahrscheinlich das Okay geholt oder wollte sich das Okay holen für das, was man dann vorhat in der nächsten Woche. Was haben wir noch? Einiges andere, aber das lassen wir mal weg, sondern schauen mal auf die Märkte und kommen hier zum britischen Pound. Die Charts von Capital.com, Sie ahnen es, das britische Pfund heute zunächst auf dem tiefsten Stand seit 34 Jahren, aber dann die Meldung, dass ein Tory-Abgeordneter übergetreten ist zu den Liberaldemokraten. Jetzt hatten die Tories ja nur eine Stimme Mehrheit im Parlament, damit verlieren sie diese Mehrheit, das heißt Boris Johnson hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Das finden die Devisenanleger, die es mit dem britischen Pfund halten, sehr erfreulich. Das britische Pfund geht dann eben, wie gesagt, ausgehend von dem tiefsten Stand seit 34 Jahren wieder nach oben. Was haben wir noch? Schauen wir mal durch ein paar Charts. Wir haben den Ölpreis Crude, WTI Crude bei $53,39. Wir haben Gold, das steigen kann teilweise jetzt an die 1550er Marke, aktuell 1545. Wir haben den Euronen, der heute schon wieder unter Druck war, in Richtung 1,0920 unterwegs ist, jetzt sich ein bisschen erholen kann, 1,0967. Warum? Weil einfach erstens der ISM-Index so schlecht war, also auch die Amerikaner jetzt ein Problemchen bekommen in Sachen Konjunktur. Und zweitens, weil das nicht die ganz große Bazooka wäre, wenn die EZB nur den Einlagezins senkt, aber kein Quantitative Easing gleichzeitig betreibt. Das ist dann sozusagen ein bisschen dovish, könnte man sagen, oder ein bisschen weniger dovish als von den Märkten erwartet. Wir schauen uns mal den S&P 500 an, den Leitindex in den USA. Da sehen wir, wir sind so pendelnd derzeit um die 2900er Marke. Da war schon eine Reaktion, vor allem nach dem schwachen ISM-Index. Das hat die Wall Street sogar ein bisschen schockiert, die ja sonst ganz schmerzfrei ist, was die Anerkennung von Tatsachen betrifft. Und wir haben dann abschließend den lieben DAX, der sich unglaublich robust hält, wie ich finde, 11.908, also für Shorties ist das deprimierend, wer den DAX shortet. Die Amerikaner zeigen jetzt Schwächesignale. Klar, wir haben, ich hatte das kürzlich mal gezeigt, die größte Outperformance von US-Aktien gegenüber allen anderen Aktien überhaupt. Das sind maximale Abweichungen, die da passieren. Das sind historisch einmalige Dinge. Erklärt sich eben dadurch, dass die Amerikaner meinten, wir leben auf einem anderen Planeten und die anderen das irgendwie geglaubt haben, die nicht auf dem Planeten der Amerikaner leben. Jedenfalls dürfte sich dieser Glaube bald etwas pulverisieren. Wenn Donald Trump nicht einknickt im Handelskrieg, wird die ganze Geschichte nicht wirklich einfacher. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Immerhin die Erkenntnis, dass auch die Amerikaner Teil dieses Planeten sind. Das müssen sich Donald und die Seinen nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und